Was Sie aber eben gesagt haben, dieser hybride Krieg, zumindest scheint das ja in Moskau anzukommen. Weil was wir in den letzten Tagen ja auch gesehen haben, die Russen rund um Sewastopol bauen sie massiv ihre Stellungen aus. Putin versucht irgendwie die Krim zu schützen. Also kommen dann tatsächlich diese Warnungen aus Kiew, dass es demnächst den großen Rückschlag geben könnte, im Kreml an? Die Lagebeurteilung der beiden Generalstäbe, davon muss man heute ausgehen, angesichts der Aufklärungsmöglichkeiten, die es gibt, ist präzise. Also ich bin mir fast sicher, und das ist das große Problem für die Ukraine, dass die russischen Streitkräfte diese lange Zeit der Vorbereitung, die ja auch die ukrainischen Streitkräfte aufgrund von Jahreszeit, Wetter, Klima, Waffen, Munition, Logistik für sich in Anspruch genommen haben, genutzt haben, um ihrerseits A, die Bestände aufzufüllen, sich vorzubereiten und gerade in diese Angriffsrichtung erhebliche Befestigungen gebaut haben. Und das wird es für die ukrainischen Streitkräfte ausgesprochen schwierig machen, dort schnell raumgreifende Erfolge zu zielen. Ich befürchte, es wird ein langer, sehr verlustreicher Angriffskrieg werden, der uns da erwartet. Wieder mal, wenn es nicht völlig anders kommt. General AD Roland Kader, Sie werden natürlich weiterhin für uns die Lage intensiv beobachten. Ich danke Ihnen wieder für Ihre Ausführungen und vor allem das Gespräch. Gerne. Dankeschön. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt.